So, da sind wir wieder bei Dead Space. Und jetzt werden wir dieses Viech da abschießen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wahrscheinlich hässlich, wie alles hier. Oh, sieht aus wie ein Krebs. Hätte ich vielleicht nicht drauf schießen sollen. Okay. Mein Bruder hat ja das letzte Level gemacht, wo man diese Teile abschießen musste. Da waren es aber noch Meteoriten. Könnt ihr mal kaputt Okay. gehen? Alter. Achso, hab keine Energie. Haben die gerade die Freiheitsstatue auf mich geworfen? So ungefähr. Ungefähr. Ja, ich Oh, glaube, das schaffe ich nicht. Backstep. Gut, ich habe einen Arm abgeschossen. Zwei. Bin ich nicht der Crow? Hinter dir ist. Drei. Hinter mir ist was. Ich habe gerade den Heavy gewarnt, damit ich dich hören konnte. Sehr sinnvoll. Ups, das wollte ich nicht sagen, das wollte ich sagen. Können die mal kaputt gehen? Achtet eigentlich irgendjemand auf den Sprachchat von, also auf den Sprachnachrichtenchat? Na, du weißt doch, du kannst bei TF2 ja mit ein paar Tasten so ein Menü öffnen, wo du dann halt zum Beispiel Spy oder Sentry sagen kannst oder ich brauche einen Dispenser und so weiter. Medics werden darauf achten. Naja, dieser den Die wollen Befehl auch Medic, Platzpunkte dafür haben. den Befehl Medic, den bekommt man auch über eine andere. Bekommen über ein anderes Menü. Kann dieser Krebs mal sterben? So, Aufgabe erfüllt. Blöder Krebs. Kannst du es bitte abhauen? Hoffentlich tut dir das weh. Hoffentlich. Hat der Heavy Guard Canada gerufen? Was ist das? Ach so, das ist deren Raumschiff. Böses Schiff von denen. Komm schon, irgendwie muss ich doch töten können. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein RIT-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie. Ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf. Nach der Folge, die du gerade aufnimmst, mache ich dann Schluss. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ja, ich gucke gerade ein bisschen YouTube oder so. Wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten.
Okay. Da hast du ja noch 15 Minuten. Ja. Geh weg mit deiner Strahlenmunition, keiner will die. Böse, aufgebesserte Fußfesseln. Hilft euch auch nichts. Mhm. Hau dann mal ab von denen. Wir sehen uns in der Hölle, ihr bösen Fußfesseln. Oh nö, nicht die Hölle. Die Hölle. 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 Das ist der Wahnsinn, warum steckst du mich in die Höhle? Wieso? Schön Tür. Mhm. Schöner Wal, der da gerade seinen Brumpfschrei gemacht hat. Oder bist du das? Machst du diese Wahlgeräusche? Achso, das ist dieser eigentlich nicht. Riesige Typ. Aus den erweiterten Fußfesseln. Oh. Bam! Unsichtbaren Skrei in der Luft mit dem Reserveschießer erledigt. Bam! Abgehauen, obwohl mich Fußfesseln angreifen. Oh, wie cool ist das denn? Ah. Hab ein Vanity-Item für einen Pyro gefunden. Ich krieg nie Items. Ja. Bekommt man aber eigentlich automatisch. Ja, automatisch. Ich krieg trotzdem keinen. Halbleiter Rubin. Hm. Oh. Halbleiter Rubin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rubin nicht halt, nicht leitet. Deswegen ja auch nur Halbleiter. Ja. Ich glaube, die Definition für einen Halbleiter war eine andere. Halbleiter. Lass halt. Halb. Hm. So, wo geht's denn jetzt hin? Gehe ich schon wieder mit einer Sache weg. Hallo Fettsack. Oh, ich hasse Sticky Bombs. Ich hasse Fettsack. Hey, ich wollte nicht leiser stellen. Böses Windows 8. Hm. Okay, das sah auch mal besser aus. Kapitel 8. Suchen und Retten abgeschlossen. Oh. Was habe ich da gesucht und was habe ich gerettet? Eigentlich nichts. Ich bin nur rumgelaufen und habe was zerstört. Und was umgeändert. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Warum fahren wir dafür in den Frachtraum? Also wenn die im Frachtraum ankommen... Alter, gut, sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Mailer gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Ich bin echt kein guter Pyro. Ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammond Rick. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde er. Oh. Vielleicht sollte ich echt mal Luft aufbessern. Hm. Nee. Warum auch? Komm schon. Du
mache ich das halt. Brauche ich zwar wahrscheinlich eh nie wieder, aber egal. Ich wollte lieber Trefferpunkte aufbessern. Wow. Das war Glück. Ich habe eine Rakete zurückgeworfen und damit einen unsichtbaren Spy getroffen, der gerade um die Ecke gelaufen ist. Inwiefern war das dein Glück? Naja. Oh ja, ich habe ihn getroffen, bin ich ein Glücklicher. Er war unsichtbar, ich habe ihn nicht gesehen. Da es war reines Glück, dass ich ihn getroffen habe. Da freut er sich genauso wie du. Ja, ich wurde getroffen. Ich freue mich. Ja, doch nicht Glück für ihn, aber für mich. Eintritt Schwerelosigkeit. Was sind diese grünen Teile? Kann mir das mal einer sagen? Magie. Grüne leuchtende Golfbälle. So ungefähr. Das sind radioaktive Teile. Ach komm, ich nehme jetzt Sniper. Wann immer ich um die Ecke gehe, Boom Headshot, Boom Headshot. Das regt mich allmählich auf. Und wo schieße ich diese Tennisbälle raus? Also ich sehe hier jetzt keinen Ort, wo ich die rausschießen könnte. Ach, ich bleib bei Pyro. Nicht weiter. Alter, wo schießt man die raus? Ist da ein Ausgang? Ach! Ah, hier. Nicht du. Dass sich immer hier alle angesprochen fühlen müssen, ne? Kennst du das? Was kenne ich? Dass sich immer alle angesprochen fühlen müssen, wenn man... So ein bisschen. Also kommt da einfach so ein Typ an, ey. Schießt mir ins Gewehr rein. Mein Gott. Fliegt raus, ihr Bällchen. Auch wenn ihr dazu wahrscheinlich keinen Bock habt. Und ich werde von irgendwas angegriffen. Bam. Böses Bällchen! Geh zurück ins Bällebad! Radioaktives Material entfernt. Lass mich, böses Bällchen. Ach, du bist das. Hallo, Herr Scorpion King. Radioaktives Material entfernt. Der normale Scorpion King kann bei mir nichts ausrichten. Das solltest du vielleicht wissen. Und raus damit. Ich hab gesagt, raus. Tschüss. Du darfst auch ruhig wieder reden, ne? Bin wieder da. Achso, du bist schon mal wieder weggegangen, ohne was zu sagen. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, hab ich doch gesagt. Nee, hab ich nicht. Papein. Ich mag die bösen, dunklen Scorpion Kings nicht. Wusstest du, dass es Gerüchte gibt, dass Pyro die einzige weibliche Klasse im Spiel ist? Ich habe keine Ahnung. Ist halt, wenn man bei Pyro nicht wirklich deutlich erkennen kann, welche das Geschlecht er ist. Also ist das nicht offensichtlich? Jemand, der alles abbrennt?
Ja. Was das für ein Geschlecht sein muss. Eben. Deswegen überlegt man halt, ob es weiblich ist. Ich habe jetzt eigentlich auf männlich angesprungen, aber egal. Au. Alter, der hat einfach einen Killstreak von 7. Was da los? Wieso? Ich habe doch jetzt genug rausgetan, oder nicht? Boah, was ist dir denn noch so strahlungshaft hier? Strahlungshaft. Was zur Hölle passiert hier? Ich werde von einem Soldier abgetroffen und bevor mich die Rakete treffen kann, bekomme ich einen Backstep. Was soll ich denn sagen? Ich werde hier von Babys und Scorpion Kings angegriffen. Hör auf! Böses Baby! Im dritten Teil sind das wenigstens Hunde, keine Babys. Das kommt auch viel logischer. Nein, nicht in 10 Seconds. Ich krieg den Typ noch. Das gibt's nicht. Ich wollte noch den Sniper, der mich dominiert, erledigen, bevor er mich kriegt. Eine Sekunde bevor die Runde vorbei ist, machen Charge-Angriff auf ihn und er gibt mir einen Headshot im Chargen. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass hier immer Nebenaufgabe erfüllt steht, obwohl hier immer noch welche sind. Jetzt steht da Aufgabe erfüllt, wenn ich alle davon weggemacht habe. Ja, klar. Aber vorher ist das eine Nebenaufgabe. Scheiße. Das war knapp. Was suchst du da jetzt? Hier. Skyworm, Dovahkiin, Oxynlos Varin, Vadain, Vokul, Mafara hat Asphal, Aquinorak, Palgan, Fusoton sind Rotzan, Dovahkiin, Fahin, Korogan, Mutra. Ich frag mich, was der Typ da gerade gemacht hat für ein Dance. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht schon wieder reintreten soll. Na, wie geht's? Seid ihr auch alle schön tot? Tot sind die alle. Ganz umgeändert den Song. Ja, was dagegen? Au. Ich glaube, wir haben verloren. Verdammt schnell. Okay, inwiefern sind die hier schnell? Kann mir das mal einer sagen, wie schnell die sein sollen? Und Slate hat mal wieder eine 5er-Killstreak. Hacker. Na, was geht, du?
schneller Typ, du. Das macht dich auch nicht besser. Oh, da kommt noch einer. Ich kann einfach meinen Schüssen ausweichen. Das hat euch aber auch nicht zum Leben verholfen. Seid trotzdem tot. Die haben wohl zu viel Speed genommen. Oh. Ha, ha, ha. Haha. Ha 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 ha